Seit über einem Jahr beschäftigt sich die Welt nur noch mit dem Thema Gesundheit. Eigentlich, aber eigentlich beschäftigen wir uns nur mit Corona. Die Missstände, die es im Gesundheitssektor gibt, das ständige Hochfahren, Runterfahren, das Ladenschließen, das Prioritätensetzen, was überhaupt nicht klappt, weder im Bund noch im Land, darüber müssen wir reden. Das machen wir heute mit unserer Landtagskandidatin Elvira Nägele, zweifache Mutter, selbstständige Architektin. Hallo Elvira. Mit Mirko Hess, Unternehmer, Führer des Reha-Zentrums Hess. Sie haben zwei Niederlassungen, einen in Bietigheim, einen in Crailsheim. Mit Jochen Hausmann, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP-DVP-Fraktion im Landtag. Herzlich willkommen. Herr Hess, mit Ihnen fangen wir gleich an. Corona stellt uns, wie gesagt, vor riesengroße Herausforderungen. Was uns da interessiert, Sie haben ja das letzte Jahr unternehmerisch und auch persönlich sehr ordentlich kämpfen müssen. Was haben Sie erlebt? Fühlen Sie sich von der Politik richtig unterstützt? Erstmal guten Abend zusammen und recht herzlich willkommen bei uns im Reha-Zentrum. Die Politik hat uns natürlich in der ersten Phase, im ersten Lockdown, nach unserem Befürhalten sehr gut unterstützt. Aber das war die Soforthilfe. Und danach ging es eigentlich erst richtig los. Es war in größerem Maße kamen Störfelder aus der Politik, die Unsicherheit von den Kostenträgern, aber auch von unseren Patienten, die ja sehr zahlreich bei uns in der Tagesklinik sind, als Heilmittelpatienten, aber auch bei uns im Trainingszentrum. Und da war eine Situation, die extrem schädlich war für unsere Einrichtung. Das war die freitägliche Bulletin von einem Herrn Söder aus Bayern, der gesagt hat, alle Therapieeinrichtungen müssen geschlossen werden. Die sind absolute Herde für Corona. Und last but not least war am Montag, haben wir über 1000 Anrufe gehabt, dass die Termine abgesagt worden sind. Also wir standen vor einer sehr, sehr schwierigen Situation. Zum einen hatten wir keine Masken, Desinfektionsmittel haben wir auch nicht gehabt. Und wie gehen wir mit dieser Situation um? Das war natürlich politisch sehr, sehr schwierig. Auch für die war es Neuland. Aber letztendlich habe ich mir vorgestellt, dass wir einen besseren Leitfaden bekommen. Und anschließend muss man einfach, oder jetzt zurückblickend müssen wir sagen, dass wir eigentlich viel selber erkämpft haben. Und den Standard, den wir heute haben bei uns, von damals noch bis zum heutigen Tag, die Abstandsregel, die Masken, die wir dann so im Mai dann durchgängig bekommen haben für alle Therapeuten und bis hin zu den Reduzierungen der Gruppenangebote. Unser Fahrservice wurde deutlich reduziert. Und von dieser Sachlage ausgegangen haben wir uns natürlich durchgekämpft durch den Wald verschiedener Empfehlungen oder auch Beschlüsse. Und letztendlich sind wir in der Tagesklinik als auch im Heilmittelbereich relativ gut weggekommen. Unser Trainingszentrum, wo wir extrem aufgerüstet haben mit Luftfilter, mit Abstandsbewahrer, also mit den Plastikscheiben, die konnten wir im zweiten Lockdown nicht mehr bedienen. Und unsere Patienten, Kunden, sind jetzt schon seit knapp 5 Monaten nicht mehr bei uns oben im Trainingszentrum. Und das stellt uns vor ganz, ganz große Probleme. Das ist, glaube ich, ein absolutes Trauerspiel, was da aktuell abläuft. Man hört raus, sie machen extrem viel, sie geben sich so viel Mühe, bekommen vielleicht finanzielle Hilfe von der Politik, aber was das Thema Planungssicherheit angeht, ist das Ganze natürlich katastrophal. Frau Nägele, ich weiß, Sie machen selber gerne Sport, Sie würden gerne schwimmen gehen, wenn Sie denn dürften. Ist gerade auch nicht möglich. Können Sie das verstehen, dass über Ladenöffnungen diskutiert wird, dass man hier alles in der Macht Stehende tut? Aber für die Gesundheit, da gibt es keine Öffnungsperspektive. Ich kann das selber verstehen, dass man darüber diskutiert. Aber ich bin selber auch hier Mitglied im Reha-Sport seit Jahren. Und ich vermisse das sehr. Ich merke das an meinem eigenen Körper. Ich vermisse das Schwimmen fast mehr wie das Einkaufen. Für mich ist das Einkaufen
nice to have. Ich kann auch mal meine Kleider noch ein paar Jahre leben. Die sind eigentlich neutral und ich muss nicht unbedingt mit der Mode gehen. Aber ich merke es an meinem Körper, an alle Ecken und Enden zwickt's. Und vor allem Schwimmen fällt mir, aber auch der Reha-Sport. Die Schultern sind durch die stetige Computerarbeit sehr verspannt und mir fällt, wie gesagt, der Sport extrem. Man kann zwar in die Natur raus und kann wandern und mache ich auch viel, aber irgendwann ist dann auch mal eine Grenze. Ja, absolut. Herr Hausmann, die FDP fordert eine andere Prioritätensetzung, eine bessere Differenzierung der Maßnahmen. Warum kommt es im Land nicht an? Warum schafft die Regierung das nicht? Nee, ich glaube schon, dass inzwischen der Druck größer geworden ist, den wir auch im Landtag, auch im Bundestag machen. Wir alle wissen, wir dürfen Corona nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und die erste Welle hat uns vor wirklich große Herausforderungen gestellt. Aber wir haben ja inzwischen auch deutlich mehr Erfahrungen und wir sind schon der Meinung als Freie Demokraten, es muss mehr geben als reine Schließungen unter dem Motto, viel hilft viel, also möglichst keine Kontakte. Und wir haben jetzt gerade diese Woche nochmals nachgefragt, beispielsweise bei den Ausgangsbeschränkungen. Wir hatten ja die härtesten Ausgangsbeschränkungen bundesweit und es gibt nach wie vor überhaupt keine Grundlage, die man jetzt als Maßstab genommen hat. Und deswegen, wir teilen auch die Meinung vom Professor Streeck, der sagt, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, sozusagen alles pauschal zu reduzieren, sondern müssen schauen, wo gibt es gute Hygienekonzepte, wo kann man die entsprechend umsetzen und das sollten wir dann zur Grundlage nehmen und dementsprechend ist es eben für uns nicht nachvollziehbar und deswegen haben wir beispielsweise gefordert, letzte Woche bei unserer Sondersitzung im Landtag den Handel nicht nur in einzelnen Landkreisen jetzt zu öffnen, weil das führt ja auch wieder zu einem gewissen Einkaufstourismus, sondern landesweit zu öffnen, Hygienekonzepte umzusetzen. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Sport, für den Reha-Sport, wo wir ja auch über Balance immer reden müssen, wenn wir über Monate hinweg diese Einrichtungen schließen, habe ich Folgewirkungen. Die Frau Nägele hat es gerade auch nochmal von sich beschrieben. Und deswegen glaube ich, wir brauchen eine weitere Stufe. Und was wir bereits im Herbst gefordert hatten, beispielsweise die Alten- und Pflegeheime viel intensiver zu schützen. 40% der Todesfälle sind in Alten- und Pflegeheimen entstanden. Und wir haben deswegen schon im Oktober gefordert, Zugangsbeschränkungen nur mit FFP2-Masken, nur mit Tests. Denn wir wissen, wenn wir große Zahlen haben, führt es natürlich schon auch zu einem politischen Druck. Also deswegen sind wir schon der Meinung, wir sollten wirklich jetzt aus diesem Jahr mehr lernen als nur Schließungen zu machen oder punktuelle Öffnungen. Und deswegen haben wir auch übrigens zu jeder Sondersitzung eigene Vorschläge gemacht, also nicht nur Kritik, sondern wirklich auch eigene Vorschläge. Und ich denke, es ist jetzt einfach an der Zeit, auch diese Themen wirklich individuell umzusetzen, zu schauen, wo gibt es gute Konzepte und an dieser Konzepte dann auch Möglichkeiten zu finden. Und ich glaube, es ist keiner, der jetzt ein Fitness- oder ein Reha-Studio betreibt, dass er sagt, der muss jedes Gerät voll sein, sondern ich erlebe die Unternehmen als sehr verantwortungsbewusst und sie haben selber das große Interesse, dass man entsprechend ein gutes Hygienekonzept umsetzt. Und deswegen müssen wir jetzt diesen Schritt auch machen. Und dafür haben wir auch eigene Vorschläge gemacht. Und ich glaube, dass auch das, was jetzt vom Bund oder seit Sonntag vom Land vorgelegt wird, es immer schwieriger wird, überhaupt noch den Menschen zu erklären. Diese mittlerweile war 50 Seiten, die Corona-Verordnung, sodass wir, glaube ich, jetzt schon eine neue Stufe machen sollten. Und dafür tritt die FDP ein. Sie haben es angesprochen, gerade die Hygienekonzepte. Es wird so viel gemacht. Sie haben sicherlich auch sehr viel gemacht, Herr Hess. Wie sah Ihr Hygienekonzept aus? Beziehungsweise wie sieht es aus? Was für eine Auslastung hätten Sie da, wenn Sie Ihr Hygienekonzept so umsetzen dürften? Und gehen Sie davon aus, dass damit dann tatsächlich Infektionen auch vermieden werden könnten?
Ich muss auf die Aussage des Herrn Hausmann nochmal drauf eingehen und das ist, ich komme gleich drauf zurück. Bis heute sind 75% der Infektionen nicht bekannt, woher sie kommen. Und deswegen ist ein Lockdown einfach die unpraktikabelste Lösung. Also dieses wurde auch vom Herrn Streeck, aber auch von verschiedenen anderen Virologen, vom Herrn Stör auch nochmal ganz klar dargelegt. Also 75%. Also wir haben ein Hygienekonzept hier im Hause kreiert, die zum einen die Maskenpflicht für alle bedeutet, für Kunden, Patienten, als auch für Therapeuten, Ärzte, alles. Wir haben überall die Desinfektionsständer aufgestellt, wir haben die Abstandsregel, wir haben überall Striche auf dem Boden und haben dafür gesorgt, dass die Leute wirklich dann auch die Geduld mitbringen, wenn es bei einer Essenausgabe in der Tagesklinik oder bei Warten zum Unterschreiben einfach ein bisschen mehr Zeit braucht. Aber es ist wirklich in der Tat so, weil wir haben uns natürlich auch die Luftfilter angeschafft oben im Trainingsbereich. Aber denke ich, was man ganz deutlich sagen muss, ein Stockwerk tiefer, wir haben ja zwei Trainingsbereiche, einmal für die frisch Operierten und einmal für die Menschen, die selber noch für ihre Gesundheit aufkommen, die nicht mehr dem Sozialsystem zur Last liegen, die dürfen nicht trainieren. Aber die Patienten, die unten also für die Tagesklinik bestimmt sind, die genau dasselbe Training durchlaufen, mit demselben Hygienekonzept, mit denselben Maßnahmen, die wir oben festgelegt haben, die dürfen trainieren. Aber zwei Stockwerke höher, die dürfen nicht trainieren. So hat uns das VGH auch klar argumentiert, der Mensch, der selber seine Gesundheit in die Hand nimmt, ist letztendlich, wenn er Probleme hat, dann wieder soll er zurückgehen auf die Sozialversicherungsträger, also auf die Kostenträger, auf die Krankenkassen, auf die Rentensicherungen. Und das verstehe ich bis zum heutigen Tage nicht. Ja? Also wir arbeiten hier in einer Zweiklassengesellschaft. Die Frischoperierten dürfen und die anderen, die schon ein Stück weiter sind, die dürfen nicht. Und das tut uns wirklich ordentlich Kopfzerbrechen bereiten. Und von dem her glauben wir, dass jetzt mal durch die Öffnung, durch die Kurztest oder Schnelltest, dass da vielleicht mehr Bewegung reinkommt. Aber wir müssen uns auch sicher sein, umso mehr getestet wird, umso mehr Fälle werden auftreten. Und da dürfen wir auch nicht nervös werden. Und ich glaube einfach, die Situation, wie sie aktuell ist, sollten wir nutzen. Und da schauen wir auch hier bei uns im Zentrum extrem drauf, dass wir nicht jetzt locker werden, sondern immer weiter die Disziplin einfordern. Und die Patienten machen das fantastisch mit. Wirklich, das muss ich echt sagen. Und die Maskenpflicht, aber auch die Abstandsregeln halten die Leute ein und die Desinfektion, die Liegen werden bei uns desinfiziert. Wir haben auch das Essen, die Essensausgabe auf ein anderes System umgestellt, also auf Kaltkost. Das heißt, die Leute können von morgens um 10 bis mittags um 2 ihr Essen abholen. Da gibt es Brötchen, Aufstrich etc., Obst und alles und nicht ein warmes Essen. Somit haben wir auch da eine deutliche Entlastung geschaffen. Aber wir meinen, man muss mehr mit Verstand und ein bisschen mehr, was auch der Hausmann schon sagte, ein bisschen mehr auf Kreativität achten. Und glaube ich, da kommen wir ein Stück weiter bei uns im Gesundheitswesen. Und wir müssen uns ein bisschen mehr trauen. Absolut. Frau Nägel, Sie haben oft genug, Sie möchten direkt losschießen, bitte. Ich stelle gar keine Frage dazu. Ja, ich finde es eigentlich schade, die Leute, wo sich selber um ihre Gesundheit kümmern, die selber das auch bezahlen, die werden eigentlich gestraft. Und es ist einfach schwierig, im Winter einen Ersatz zu finden. Und deswegen bin ich ja auch Mitglied im Fitnessstudio. Und dann möchte ich halt einfach auch nach meiner Gesundheit schauen. Und nicht erst, wenn es zu spät ist, dann bezahlt es die Kasse. Aber jetzt bezahlt es nicht. Und ich werde noch gestraft. Und deshalb finde ich das also sehr schwierig in der momentanen Situation. Und ich habe auch mit anderen gesprochen, wo es noch offen war, und habe mir die Hygienekonzepte angeschaut. Das Fitnessstudio hat alles gemacht, hat Plastikwände aufgestellt, hat uns hingewiesen. Wir konnten zeitweise auch nicht duschen, war
für mich auch ein bisschen schwierig verständlich, weil wenn man dann nass verschwitzt ist und man muss dann mit der verschwitzten Kleidung ins kalte Auto sitzen, fand ich auch jetzt schwierig. Aber es war immerhin noch besser, wie gar nicht zu trainieren. Und deswegen brennt mir das Thema auch so unterm Herzen und würde ich deshalb auch gerne das Fitnessstudio und andere Fitnessstudios und Reha-Einrichtungen da gerne unterstützen. Herr Hausmann, es werden viele Sicherheitskonzepte gemacht. Die FDP honoriert es mit Sicherheit, warum die Landesregierung nicht. Also wir hätten uns auch gewünscht, ich sage mal, wir haben in der ersten Welle alle nicht genau gewusst und haben Erfahrung gesammelt, aber wir hätten uns jetzt auch gewünscht, dass man in der Bundesrepublik, aber beispielsweise natürlich auch bei uns in Baden-Württemberg, auch zu Beginn der zweiten Welle, wir alle wussten, dass es ja nochmal eine Entwicklung gibt, dass man durchaus auch mal das eine oder andere mal testet. Ja? Wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, es hat es gesagt, wir wissen ja nicht von vielen Infektionen, was ist tatsächlich die Ursache, dann hätten wir durchaus eben auch mal im Grunde genommen, wie man es in vielen anderen Bereichen auch macht, mal sagt, dann lass uns doch mal 5 oder 10 Studios testen, dann nehmen wir mal die Gastronomie, um einfach mal diese Konzepte zu entwickeln. Und das ist das, wo man im Grunde genommen jetzt bis heute nicht erkennen kann, dass man mal solche Aktivitäten mal forciert, ne? Damit man einfach mal die Erfahrung entsprechend auch sammelt. Betrifft ja noch viele andere Bereiche. Wir tun zum Beispiel auch die Studierendenleitung, die jetzt ins dritte Online-Semester gehen. Ist ja nicht so, dass es jetzt völlig unproblematisch sind. Meine Nichte, die studiert schon über ein Jahr, die hat noch nie Kommilitoninnen und Kommilitonen so richtig kennengelernt. Im Kita- und Schulbereich ähnliche Themen, die da. Wir wollen das alle nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir reden bei dem Virus über durchaus eine große Herausforderung. Aber gerade deshalb ist es ja wichtig, dass wir auch mal neue Konzepte machen. Und es ist einfach dann oft Dinge, die nicht immer so ganz logisch sind. Wenn ich es jetzt rein mal virologisch sehe, dann müsste ich sagen, hätte man jetzt keine Lockerung machen dürfen im Privatbereich. Das freut uns natürlich, dass sich jetzt auch wieder mal 2 Haushalte treffen können. Aber wenn ich dann gleichzeitig sage, ja, die Gastronomie wird vor 28. März jetzt gar nichts bewegt und dann vielleicht mal die Außengastronomie, dann passt das eigentlich auch nicht so richtig zusammen. Und das ist so ein Punkt, wo ich glaube, wir auch spüren, dass die Menschen, die auch in der überwiegenden Zahl sehr, sehr viele Dinge auch mitgetragen haben, dass die jetzt auch so langsam sagen, ja, uns fehlt die Transparenz jetzt in diesem Bereich. Und deswegen spüren wir schon, dass auch unsere Vorschläge, dass sie auch stärker wahrgenommen werden und die durchaus auch in der Politik, auch in der Landespolitik ankommen. Nicht umsonst geht man jetzt her und hat jetzt auch noch sozusagen auch in dieser Woche, wo die Landtagswahl stattfindet, schon wieder die ersten Öffnungen gemacht. Das könnte ja durchaus auch mit dieser Wahl zusammenhängen. Aber nochmals, wir fordern diese Themen schon länger, dass wir einfach strukturiert umgehen. Und nochmal, wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter, will das ausdrücklich sagen. Aber wir haben jetzt deutlich dazugelernt und ich bin immer wieder beeindruckt, wie Unternehmen auch selber für sich Vorschläge machen mit Testungen, mit Hygienekonzepte. Und deswegen sollten wir jetzt gewappnet sein, um solche Dinge auch wieder stärker umzusetzen. Weil wir müssen auch lernen, mit diesem Virus zu leben. Es ist ja nicht so, dass es dann im Herbst jetzt alles vorbei ist. Wir kommen vielleicht mit den Impfungen dann stärker in einer Entspannungssituation, aber wir werden vielleicht auch möglicherweise in einigen Jahren wieder mit einem neuen Virus zu tun haben. Und deswegen müssen wir lernen, mit einer Pandemie umzugehen. Und dafür, glaube ich, haben wir inzwischen eine ganz andere Grundlage dafür. Ich nehme mit, ganz klar die Transparenz, sehr, sehr wichtig, damit die Menschen das verstehen. Und aber auch eine andere Herangehensweise, wesentlich mehr zu experimentieren. Ich habe es heute erst in Nachrichten gesehen, in den Niederlanden wird Party gefeiert auf Probe. Eben mit verschiedenen Herangehensweisen, mit Maske, ohne Maske, Abstand, kein Abstand, mit Test, ohne Test davor. Und das fehlt natürlich bei uns ganz immens. Kommen wir nochmal zurück auf die Finanzhilfen, Herr Hess.
Sie arbeiten auch eng zusammen mit Vereinen beispielsweise oder auch mit Kliniken. Mhm. Sie haben vorher gesagt, zumindest anfangs lief das gut mit den Finanzhilfen. Mhm. Ist es nach wie vor der Fall? Was erzählen Ihnen vielleicht auch die Vereine, die da möglicherweise ganz andere Probleme haben? Ja, wir haben jetzt letzte Woche die Novemberhilfe erhalten. Also ich denke, jeder, der betriebswirtschaftliches Verständnis mitbringt, weiß, dass im März die Novemberhilfe wahrscheinlich sehr, sehr gut passt. Ja. Also die Hilfe kam absolut zu spät. Die Beantragung läuft ja nur über den Steuerberater oder über den Wirtschaftsfachmann. Ja. Also da auch wieder die nächste Hürde eingeschalten. Ja. Und das heißt ja nicht, das, was man da bekommt, ist ja nur ein Teil. Den anderen Teil muss man ja wieder an den Steuerberater zurückführen. Ja. Und das ist ja dann wieder im Jahresausgleich dann wieder als Einnahmen zu verbuchen. Das ist das eine. Und das andere ist, die Dezemberhilfe haben wir immer noch nicht erhalten. Und und jetzt die Januar und Februar, da sind wir jetzt dran, eine Lösung zu schaffen. Aber wir sind immer so ein Vierteljahr bis 4 Monate im Versatz. Und ich denke, wenn man hört, was der Finanzminister Scholz von sich gegeben hat, wir packen jetzt die Bazooka aus und wir fassen das Ding jetzt mal richtig an und da soll keiner drunter leiden. Also das hat natürlich nicht stattgefunden. Also wir haben uns da wirklich extrem alleingelassen gefühlt und wir haben viele Reden gehört, also auch von Herrn Altmaier und Konsorten. Und es war letztendlich viel Freitagsreden oder Samstagsreden, aber getan hat sich sehr, sehr wenig. Und wie gesagt, die Novemberhilfe haben wir jetzt, die Dezemberhilfe haben wir einen Abschlag bekommen, aber das reicht bei weitem nicht aus für das, was wir eigentlich an Kosten haben. Und man muss auch mal sagen, den Bereich ATT, also das medizinische Trainingszentrum, ist davon extrem betroffen. Es sind 15 Mitarbeiter, die sind jetzt im Februar in Kurzarbeit gegangen. Wir haben das versucht, ein Vierteljahr lang über Wasser zu halten mit Querfinanzierung. Und das sind wir unseren Mitarbeitern einfach schuldig. Aber wir haben es jetzt einfach nicht mehr geschafft, weil einfach die Hilfen deutlich zu spät kamen. Und von dem her ist es natürlich äußerst wichtig, hier nochmal ordentlich nachzulegen, dass die Einrichtungen da wirklich auch einen finanziellen Boden wieder erhalten. Herr Hausmann, wenn Sie das Praxisbeispiel hören, das ist doch ein Trauerspiel, oder? Ja, wir kriegen natürlich sehr viele Rückmeldungen dazu. Ich habe gerade heute mit einem Unternehmer gesprochen, der sich zusätzlich über seine bisherigen Aktivitäten für Auszubildende engagiert, der noch Auszubildende aufgenommen hat. Und es gibt dann ja auch entsprechende Förderungen, der mir gerade heute berichtet hat, dass er eigentlich dringend auf die Förderung wartet und man im Grunde genommen ohne Rücksprache ihm jetzt mitgeteilt hat, dass das erst einmal mit der EU geklärt werden muss und man eigentlich bisher zu früh überwiesen habe, die Beträge, und man es aber vielleicht mit einem Formular doch beschleunigen könne, aber das haben sie jetzt selber nicht vorliegen. Also das sind eigentlich Dinge, wo man nicht, sagen wir mal, das Vertrauen in die Politik stärkt. Und vor allem, wenn es dann sozusagen sehr, sehr deutlich erstmal formuliert wird, es wird keiner im Regen stehen gelassen, wir helfen dann jedem. Und dann habe ich Umsatzvorgaben, wo dann beispielsweise Bäckereien, die noch eine Gastronomie oder eine Cafeteria dabei haben, dann eben da nicht mehr dabei sind, weil ihnen 2% fehlt und man nicht einen gleitenden Faktor gemacht hat. Und man muss dann ja einfach sehen, ich habe selber 25 Jahre in mittelständischen Unternehmen gearbeitet, ist vielleicht nicht für jeden in der Politik so transparent, dass irgendwie Liquidität doch wichtig ist. Ne? Und dass das einfach existenzielle Themen sind und vor allem, dass insbesondere der Mittelstand eine extrem große Verantwortung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber entgegenbringt und alles dafür tun möchte, dass man vielleicht keine Kurzarbeit, wie der Hess jetzt auch formuliert hat. Und da wird es dann schon schwierig, wenn man da nicht Planungshorizonte, Planungssicherheit bekommt. Und deswegen hat es natürlich so gut, dass es am Anfang funktioniert hat mit der Soforthilfe, jetzt eben
zu extremen großen Problemen geführt hat. Und meine große Sorge, selbst wenn wir jetzt irgendwann wieder in einen Rhythmus hineinkommen, dass eben ja nicht sofort wieder das normale Geschäftsleben, die normale Geschäftstätigkeit liegt, beispielsweise im Handelsbereich. Ne? Und dass man da wirklich Acht geben muss, dass wir da nicht viele Unternehmen haben, die einfach nicht mehr in der Lage sind, das Unternehmen fortzuführen und dann eben in existenzielle Probleme kommen. Deswegen haben wir ja auch beispielsweise vorgeschlagen, Verlustrückträge schnell machen zu können. Also ich sehe da schon mit großer Sorge sozusagen auch die Reaktivierungen in vielen Bereichen. Und wir haben kurz über den Sport zum Beispiel gesprochen. Ich erlebe viele Sportvereine, die Mitgliederrückgänge haben. Nicht, weil jetzt ganz viele dem Sport den Rücken kehren, sondern das ist ja ganz normale Fluktuation durch Wegzüge. Aber die Vereine haben keine Möglichkeit, wie bisher durch eigenes Engagement neue Mitglieder zu gewinnen. Weil wer geht denn jetzt in den Sportverein, wenn ich keine mehr unterstützen kann? Und deswegen haben wir natürlich auch bei unseren Vereinen extreme Herausforderungen. Und das sollten wir einfach dann auch bei den Maßnahmen berücksichtigen. Ich sage immer, wir brauchen dann auch eine gewisse Balance bei diesen Entscheidungen. Und ich sehe schon mit Sorge, dass da große Vertrauensverluste auch entstanden sind gegenüber der Politik. Und deswegen haben wir da, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, gerade wenn es jetzt darum geht, die sozusagen wieder in den Alltag hineinzufinden. Da müssen wir alles dafür tun, dass wir schnell in den Rhythmus hineinkommen, dass auch Vereine, dass auch die Gesundheitszentren, dass der Handel wieder ein Stück weit den Blick nach vorne auch haben kann. Und da sind wir, glaube ich, als FDP jemand, der, glaube ich, den Blick auch von dem Mittelstand hat. Genau, beim Mittelstand bleibt man auch. Frau Nägel, Sie sind in der Baubranche tätig und haben unter Umständen auch mit Finanzhilfen zu kämpfen. Sehen Sie da gewisse Parallelen? Geht es nicht nur dem Gesundheitssektor so? Ja, wir sind auch schon betroffen gewesen in meinem Büro. Eine Mitarbeiterin war erst in Quarantäne, dann war sie im Winterurlaub. Dann hat sie selber Corona gehabt, dann hat sie einen Tag gearbeitet, dann ging sie aber noch immer so schlecht, dann musste sie weiterhin krankgeschrieben sein und ich habe halt keine 100 Mitarbeiter, sondern halt 7 und da fällt halt, wenn eine Vollzeitkraft, dann fällt schon einiges und dann ging es über quasi 2 Monate, über die Weihnachtsfeiertage, der Urlaubsanspruch konnte sie dann nicht nehmen, dann hat sie den natürlich jetzt in 2021 zum Nachholen, das wird ja in so einem großen Betrieb wie beim Herrn jetzt noch exorbitant mehr Urlaub sein, wo dann fällt und Bezahlungen von Lohnfortzahlungen. Und ich habe dann selber den Antrag gestellt mit den neuen Seiten, wo man dann alles ausrechnen musste, wie viel der Arbeitnehmer an Krankenkasse bezahlt, an Rente und so weiter. Ich war da wirklich auch fast überfordert. Ich habe dann auch den Steuerberater dazu benötigt, der mir dann ausrechnet, dass 750,43 Euro für die Kirchensteuer fällig ist, 27,85 für die Renteversicherung und so weiter. Also, und dann am Schluss habe ich das Formular neulich jetzt nochmals online hochgeladen, weil es am Anfang konnte man das per Post einreichen, habe ich das auch gemacht. Da kam bis heute nichts an, es war bereits im Oktober. Und ich habe es dann jetzt nochmal online eingegeben. Und im letzten Moment, wo ich liegen will, ist dann das ganze System abgekratzt. Ich war dann wirklich auch echt genervt, bin dann nach Hause gegangen und habe es dann nochmal von vorne eingegeben. Und meine Familie hat gesagt, was bist du so heute so schlecht drauf? Und ich habe gesagt, weil ich jetzt schon zum zweiten Mal das mit dem so Lohnausgleich eingeben muss. Und wo ich dann gerade fertig war, ist die nächste Mitarbeiterin wieder in Quarantäne gewesen. Also es war ständig ein Hin und Her. Und auch jetzt gibt es bei mir ganz strenge Regeln. Im Büro darf eigentlich gar kein Besuch empfangen mehr werden, damit man ja keine Quarantäne einhalten müssen. Gut, die haben sich familiär angesteckt, ist auch so sehr unlogisch wie vorher, dann kam man weiß gar nicht, woher die Infektionen kommen, wenn 3 von der Familie krank sind, einer hat extreme Erscheinungen, der andere merkt gar nichts und der dritte wird gar nicht krank, die Ehefrau, wo der ganze Tag neben dem Ehemann oder ganze Nacht im Bett liegt, die wird dann gar nicht krank, also es ist wirklich unerklärlich. Also es sind auch für mich wahrscheinlich Folgeschäden zu erwarten, weil die Baubranche, die zwar jetzt noch boomt, aber die Bauherren, die jetzt in Kurzarbeit sind, die haben einfach einen geringeren Verdienst und die können sich dann nicht so schnell wieder ein Häusle leisten. Also gerade junge Familie oder sowas,
wo dann beide in Kurzarbeit sind, für die wird es schon schwierig sein. Also ich denke, der Bau wird das schon zu spüren sein. Es sind auch nicht mehr so viele öffentliche Gebäude natürlich in Planung, weil jetzt hat sich ja alles dezentralisiert, so wie ihr Studenten, wo ihr jetzt auch zum Teil teilnehmt und noch nie eine Uni gesehen habt, also und noch kein Kommilitone gesehen habt in Wirklichkeit. Das ist wirklich, denke ich, eine Folge, die wir nicht außer dem Auge lassen dürfen. Und was ich, wenn ich da kurz anhängen darf, was ich gerade aktuell höre aus dem Handwerks-, aus dem Baubereich, dass die Baupreise extrem steigen. Mhm. Also die Politik hat ja so die Aufgabe, die Zielrichtung im Wohnungsbau mehr zu erreichen. Aber wenn ich so wahrnehme, ich war letzte Woche bei meinem Zimmereigeschäft, der mir sagte, es wird immer schwieriger, die Preise noch zu generieren und die Lieferzeiten werden schwieriger. Also auch da merken wir, dass die übliche Abwicklung im Baubereich immer schwieriger werden. Ich weiß nicht, das wirst du wahrscheinlich auch feststellen, dass es schwieriger wird, was diese ganzen Abwicklungen anbelangt. Und da wird das Bauen ja nicht günstiger, wenn wir lange Lieferzeiten haben. Wenn der Stahl 30% teurer wird, dann wird sich das irgendwann auch auf die Baupreise massiv aus, im Wohnungsbau beispielsweise. Absolut. Und wenn man dann auch noch Ewigkeiten braucht, um Corona-Hilfen digital zu beantragen, das dann nicht funktioniert. Ne? Also kurz vor Weihnachten hatten wir das Thema auf der Baustelle. Der Handwerker wusste einfach nicht, ob er das Material kriegt, weil sein Zulieferer wusste nicht, ob er morgen noch der Beton ausliefern kann. Das war dann echt ein großes Thema, weil man dann eigentlich noch rechtzeitig einbringen wollte, dass man die Trockenzeit habe. Auch für der Estrich war das ein gleiches Thema. Der hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich morgen noch Material bekomme, ob wir überhaupt die Baustelle fortführen können. Das sind so Unsicherheiten, die wir da haben und die natürlich gleich die Preise in der Höhe treiben. Und die haben ja dann auch wieder Mitarbeiter gehabt. Die hatten eine Baustelle, die stand dann auch 6 Wochen von Ausanlage. Da waren alle Mitarbeiter erkrankt. Der Chef hat dann noch alleine den Laden geschmissen. Aber das ist natürlich schwierig. Dann kam die Winterzeit, die Frostzeit, dann konnte er nicht arbeiten. Und jetzt ist die Baustelle immer noch nicht ganz fertiggestellt. Das ist ein Trauerspiel. Aber kommen wir wieder zurück zur Gesundheitspolitik. Schließen wir aber trotzdem das Thema Corona langsam aber sicher ab. Es gibt auch noch andere Herausforderungen im Gesundheitssektor. Und daher noch mal eine offene Frage an die Runde. Welche Lehren ziehen Sie aus der Corona-Krise für den Gesundheitssektor, den wir jetzt bisher noch nicht gesprochen haben? Herr Hess, ja, Sie fangen da an. Also denke ich, was für uns, denke ich, klar werden sollte, dass wir den Pflegedienst in den Krankenhäusern eine korrekte Entlohnung zukommen lassen sollen und dass die Altenpfleger, also ich differenziere das Akuthaus und Altenpflege, dass die ebenso korrekt entlohnt werden sollen. Es hat sich auch bewiesen in unserem Haus, wir sind mittlerweile, das Modewort ist ja systemrelevant, dass Therapeuten dementsprechend auch ihren Anteil dazu beitragen. Wir haben sehr viele nacherkrankte Covid-Patienten versorgt. Ja? Also die waren ordentlich und schwerst betroffen. Also da ist uns auch mal klar geworden, wie schwer die Pandemie auch zuschlagen kann. Ja? Das waren überwiegend neurologische Patienten. Und meine Therapeuten, als auch die Ärzte, waren in extremer Belastung. Also das ist ja... Die Krankheit ist zwar ausgeheilt, aber diese Situation war trotzdem für sie auch neu. Ja, die waren kognitiv, die waren in der Denkleistung oder in der körperlichen Fitness deutlich reduziert, also auch im Atemvolumen und. Also da gilt es einfach umzudenken, dass wir die Einrichtungen, Therapeuten, Pflegedienst, Ärzte, noch mehr in den Fokus rücken und dementsprechend auch unterstützen, dass die uns nicht ins Ausland abhauen nach dem Studium. Dänemark, England, Schweiz, Österreich, wo die Voraussetzungen deutlich besser sind als hier in Deutschland. Und das Krankenhauswesen, glaube ich mal, könnte man überdacht, nicht geschlossen, sondern wie können wir die Kliniken deutlich besser aufrüsten und auch unabhängiger machen von dem finanziellen Druck, was, denke ich, tagtäglich auf den Kliniken lastet. Also das
ist für mich ein ganz wesentlicher Aspekt. Und was unser Haus betrifft, dass wir natürlich die ambulante Versorgung in der Region mehr schätzen lernt. Ja, also wir teilweise die Leute vom Landratsamt als auch vom Gesundheitsamt, die konnten mit ambulanter Reha gar nichts anfangen. Also es war für die totales Neuland. Ja. Obwohl wir die Folgen der Covid-Pandemie mit betreut haben. Und das Zweite, wir haben die Leute aus den Akuthäusern herausgeholt, dass die Betten frei wurden für Schwerstbetroffene. Ja. Und von dem her, glaube ich, die Verzahnung Akuthaus zu ambulanter Versorgung, dass die deutlich besser wird. Also sprich auch, das können wir nachher, denke ich, noch anschneiden, die Digitalisierung. Aber Digitalisierung, die sollte nicht, und das sage ich ganz bewusst, immer nur unter dem Dogma der Einschränkungen der privaten Daten geregelt werden, sondern also sprich der Datenschutz sollte auch mal in den Fokus genommen werden, welchen Schaden richten wir dabei an, wenn die Daten nicht korrekt rübergeführt werden. Also sprich, wir brauchen eine bessere Verzahnung. Das, denke ich, ist so mein Resümee dazu. Genau. Zum Thema Digitalisierung kann man auch direkt im Anschluss, aber davor darf die Frau Nägel noch und danach dann der Hausmann. Ja, was nehmen wir mit? Also ich bin ja verheiratet mit einem Zahnarzt und er ist leider nicht systemrelevant. Ich kann das nicht verstehen. Das ist zum Beispiel auch was man dringend ändern müsse. Wenn jemand Zahnschmerzen hat, dann hat er die mit und ohne Corona. Gestern kam eine Anfrage an meinen Mann, warum er nur eigentlich nicht vorher testet und nur Getestete behandelt. Das war eine lange Diskussion dann, aber ich muss sagen, wenn ich ja Zahnschmerzen und einen vereinerten Zahn habe, muss ich ja dem Menschen und dem Patient helfen, ob er Corona hat oder nicht. Und das Interessante ist ja, dass sie die Zahnärzte sind am allerwenigsten von Corona befallen, obwohl sie sehr nah ja am Patient arbeiten. Also dass man da auch das nicht einmal untersucht oder auch Verkäuferinnen, die ja komplett den ganzen Tag nahe Kundenkontakt sind, finde ich auch so, wie der Herr Hausmann, also der auch vorher gesagt hat, dass man das einfach doch mal genau untersucht, wo sind die Herde, wo entstehen die? Also das ist für mich eine Sache, wo man einfach weiterverfolgen soll. Ich verstehe nicht, wie ein Augenarzt und ein Optiker systemrelevant ist und ein Zahnarzt nicht. Also das, ich meine, ich sehe so, klar, auch die Pediküre und Maniküre ist was Wichtiges. Und also ich meine, Haare können, habe ich ein bisschen schnell selber geschnitten, beziehungsweise in der Familie. Mit dem kann man leben, denke ich, das geht noch. Aber der eine hat halt, ich denke auch zum Beispiel ältere Leute, die zum Beispiel ihre Fußnägel nicht schneiden können, über Monate, weil sie dann keine Fußpflege haben. Das sind unterschiedliche Gewichtungen. Für der eine ist das Wichtige, für andere das. Deswegen können wir nicht einfach sagen, Friseure machen wir auf, aber Fitnessstudios lassen wir zu. Also das finde ich einfach schwierig, da eine Balance zu finden. Und ich denke, wenn wir nur einen Bereich öffnen, dann strömen ja alle, weil sie raus wollen, in den einen Bereich und haben da dann wieder eine große Warteschlange. Sondern wenn, müssen wir da schauen, dass wir da ausgleichen sind und andere Bereiche öffnen, weil die Schwerpunkte von jedem Mensch halt woanders ist. Ja, ich will vielleicht so versuchen, eine Brücke noch zu bauen, weil ich mache ja schon jetzt 10 Jahre die Gesundheitspolitik und sehe eigentlich die Forderungen, die wir als FDP auch landespolitisch haben im Gesundheitswesen, gerade durch die Pandemie nochmal bestätigt. Zum einen, wir haben gesehen, dass Deutschland und Baden-Württemberg deutlich besser durch viele Dinge gekommen ist. Ich rede jetzt nicht von Öffnung und Schließung, sondern aus dem medizinischen Bereich, weil wir, wie eben viele andere Länder nicht, einen ambulanten Sektor haben. Mit niedergelassenen Ärzten und Ärzten, die haben über 90% aller Menschen, die zumindest an Covid erkrankt oder mit Verdacht auf Covid ins Gesundheitswesen hineingegangen sind, in die Behandlung, die wurden im ambulanten Bereich behandelt, sodass unsere Kliniken im Vergleich zu anderen Ländern wirklich nur mit den Fällen dann konfrontiert waren, die eben auch der stationären Behandlung bedurfen. Das ist schon wichtiger Punkt. Und genau darum geht es
nämlich in den nächsten Jahren dieses System aufrechtzuerhalten. Und da stehen wir vor gewaltige Herausforderungen, wo wir schon seit Jahren darauf hinweisen, wo wir sicherlich nochmal darauf eingehen. Der erste Punkt und der zweite Punkt, auch das war uns schon in der letzten Legislatur wichtig. Deswegen hatten wir als FDP 2014 schon eine umfangreiche Anhörung gemacht, wie soll denn eigentlich die stationäre Versorgung in Baden-Württemberg der Zukunft aussehen. Und genau das wollen wir fortführen, also nicht wie bisher in der Landespolitik, wenn jeder Landkreis mal Idee hat, sozusagen das kreisspezifisch zu prüfen, sondern wir sollten mal einen Fahrplan machen, wo wollen wir denn die nächsten 10, 20 Jahre im Gesundheitswesen im stationären Bereich hin. Da würden wir gerne Experten dazu einladen, also nicht nur aus der politischen Seite, sondern mit entsprechend unserem Landeskrankenhausausschuss, mit weiteren Experten, damit wir das ein bisschen stärker schauen. Und wir müssen ja auch einerseits im ländlichen Raum das sicherstellen, andererseits im städtischen Bereich, und dann sollten wir eins machen, dass wir vernetzter denken, von der Universitätsklinik über unsere Zentralkliniken, über unsere Grund- und Regelversorger bis hin eben auch zum Rettungsdienst. Wir haben eben die Situation, der Rettungsdienst gehört zum Innenministerium, die Kliniken zum Sozialministerium und die Universitätskliniken zum Wissenschaftsministerium. Und so stellen wir auch fest, dass man oft nicht übergreifend denkt, und deswegen ist es unser Ziel als FDP, dieses Thema aktiver anzugehen, denn wir haben einen medizinischen Fortschritt, wir haben den Fachkraftmangel, der es in den Blick zu nehmen gilt, und wir sollten auch eben insbesondere auch unsere Situation in Baden-Württemberg mit ländlichen Räumen, mit städtischen Räumen mehr in den Blick nehmen. Da haben wir konkrete Ziele vor, wie wir uns da umstellen wollen, und da brauchen wir keine Landarztquote, sondern gibt es bessere Konzepte, die die FDP vorgelegt hat. Wunderbar. Ja, zum Thema Zukunft des Gesundheitssektors generell in der Landespolitik kommen wir nachher auch noch mal kurz. Jetzt weiter zur Digitalisierung. Herr Hess, Sie hatten es schon angesprochen, dürfen da auch direkt weitermachen. Es gibt Vorteile, was die Digitalisierung angeht. Es gibt auch Nachteile. Wie sehen Sie sich hier in Ihrem Unternehmen aufgestellt? Haben Sie die Zeit während Corona jetzt für ein Update genutzt oder war das vielleicht auch gar nicht nötig? Also ich kann Ihnen gerade aktuell aus einer ganz spezifischen Situation berichten. Also das gibt den Pflegeplatzmanager. Und das heißt, die Einrichtungen, die eine Rehabilitation anbieten, werden über einen solchen Pflegeplatzmanager dann versorgt per Online. Ja. Das ist ein Start-up und das wurde ganz groß angepriesen durch unseren Verband, durch die BWKG, durch die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft. Aber Tatsache ist, dass wir jetzt den mehrfachen Versuch schon gestartet haben, unsere Patienten über diesen Pflegeplatzmanager zu rekrutieren. Fakt ist, dass wir einen einzigen bis dato gewonnen haben. Also die Situation war wie folgt. Wir wollten eigentlich Mitte Januar starten, dann war es Anfang Februar und jetzt war es Mitte Februar. Also, und jetzt stehen wir Mitte März und haben einen einzigen Patienten. Also es funktioniert definitiv nicht. Die Sozialdienste, die uns die Patienten zuweisen, bringen die uns noch per Telefon oder per Fax zu uns. Und da meine ich halt einfach, da muss ein bisschen mehr Pep dahinter, ein bisschen mehr auch Dynamik. Also ich finde der Gedanke an sich sehr, sehr gut, aber die Umsetzung hakt. Und das andere ist einfach, ich bin einfach ein Fan von einer digitalen Patientenakte. Das heißt, der Patient, der Mensch, der zu uns kommt, soll wie auf einer Chipkarte seine ganzen persönlichen Daten, also medizinischen Daten drauf haben. So ist in Singapur, so ist in Asien heute schon gang und gäbe. Ja. Dann kann der betreffende Arzt, Therapeut relativ schnell und verzahnt draufschauen, was da getan wurde oder was zu tun ist. Und dieses ist momentan alles nur noch aktuell in Papierform. Also wir sind noch weit weg davon.
Fragmente haben wir geschaffen, aber ich bin der Meinung, dass wir deutlich mehr dafür tun müssen, um Hürden zu überwinden, wenn wir dieses auch wirklich ernsthaft vorhaben. Auch politisch muss ich einfach dazu sagen, wir müssen vielleicht einen kleinen Rückschritt im Datenschutz machen, um wirklich auch die Vernetzung und da auch die Kostenreduzierung möglich zu machen. Aber es findet nicht statt, da bin ich mir ganz sicher, wenn wir diese Struktur beibehalten, wie sie aktuell ist. Also unser Software-System kooperiert nicht mit dem System aus den Kliniken. Die Kliniken kooperieren nicht mit unserem Diktiersystem. Also unsere Arztentlastberichte kommen alle noch per Fax. Also da gilt es wirklich deutlich aufzurüsten und vielleicht mal die Schranken beiseite zu legen und hier mal noch einmal, was Herr Hausmann auch gesagt hat, die Protagonisten an den Tisch zu holen und mal wirklich mal auch wertfrei zu diskutieren und nicht immer das sogenannte Aber davor zu setzen, sondern wie können wir uns verbessern. Und da sehe ich absoluten Nachholbedarf und einen Innovationsschub. Die Jugend kann es und ich glaube, die ist auch bereit dazu. Aber wir brauchen politisch da eine große Unterstützung und da rechne ich mir viel von der FDP aus. Und ich bin ja selber FDP-Mitglied und ich bin mir sicher, dass dieses politisch geklärt werden muss, um hier wirklich einen Schub nach vorne zu machen. Die skandinavischen Länder machen es uns vor, aber auch die anderen Länder drumherum, die Schweiz als auch die Österreicher. Und ich glaube, wenn uns die Alpenregion jetzt schon langsam überholt, dann müssen uns doch mal bewusst werden, wo wir stecken gerade aktuell. Da muss man Gas geben, absolut. Ja. Ich denke, das war die absolute Steilvorlage von Herrn Hausmann. Elektronische Datenübermittlung, sei es an Gesundheitsämter zur Kontaktnachverfolgung oder zwischen Klinikum und Gesundheitshaus, was kann das Land da tun, was möchte die FDP da dringend ändern? Ja, ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich habe ja vorher darauf hingewiesen, die Situation, nehmen wir mal den niedergelassenen Bereich. Wir stehen in den nächsten 10 Jahren vor einer Herausforderung der Altersstruktur, also der Nachbesetzung von Arztpraxen im Hausarztbereich, im Facharztbereich. Wir haben 7.100 Hausärztinnen und Hausärzte in Baden-Württemberg, 37% sind über 60. Wenn ich dann noch schaue, bei 50, ab 50 Jahren, dann sind schon 73%. Das heißt, wir können jetzt sagen, jetzt lehnen wir uns noch mal ein paar Jahre zurück, irgendwie wurschteln wir uns noch so durch, so hatten wir es bisher gemacht. Oder wir können sagen, wir müssen es angehen, denn es ist klar, wir werden aus jetzt etwa 600 Arztsitzen, die Hausarztsitzen, die nicht belegt sind, wird sich das ja in den nächsten Jahren deutlich steigern. Und jetzt können wir sagen, ja, das geht nur 2-3 Jahre gut. Ja. Oder wir sagen, wir müssen es jetzt anpacken und das ist unser Ziel. Und deswegen brauchen wir da auch die Digitalisierung. Denn wir haben uns vor Jahren auf unsere Initiative mit der Kassenärztevereinigung auf den Weg gemacht, mit der Technikerkasse, waren wir in der Schweiz und haben das Beispiel der Firma Medgate in Basel angeschaut. Die sind uns da 20 Jahre voraus. Aber es hat immerhin dazu geführt, dass Baden-Württemberg das erste Bundesland war, das das Fernbehandlungsverbot aufgehoben hat. Das war ja bisher gar nicht erlaubt in Baden-Württemberg und in Deutschland, dass man mal seinen Arzt anruft und sich eben auch fernbehandeln lässt. Da sind wir schon einen Schritt weiter. Und wenn wir sehen, dass wir vor der Pandemie vielleicht 30, 40, 50 Arztpraxen hatten, die Videosprechstunden gemacht haben und jetzt deutlich über 6.000 haben, dann sieht man, welche Dynamik man hat. Und wenn wir es nicht tun, er ist auf die junge Generation angesprochen, ja, dann werden die vielleicht bei den Amazons und Googles dieser Welt sagen, da gibt es ja interessante Alternativen. Ja, ich brauche das vielleicht gar nicht im Gesundheitswesen, das mir angeboten wird vom Staat, sondern ich habe ja da eigentlich gute Varianten, weil ob mein Hausarzt in Bielefeld-Biesingen sitzt oder ob der in Los Angeles sitzt, das ist doch mir eigentlich egal, ich bin ja sprachbegabt. Und deswegen sind wir da aufgefordert, dass wir da alles dafür tun, neue Wege zu gehen, gemeinsam mit den Ärzten, indem ich beispielsweise eben auch Physician Assistant, indem ich dann entsprechend auch Veras, die wir einsetzen, wo wir einfach auch andere Berufe weiterqualifizieren
und in diesem Netzwerk dann ausstatten, sodass es dann weniger ein Problem ist, wenn ich vielleicht nicht jede Arztpraxis ersetzen kann. Das heißt, die Digitalisierung wird eine ganz wichtige Grundlage sein, und wenn wir es nicht tun, dann werden es andere Länder tun. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, weil wir kriegen das jetzt seit einigen Monaten wieder mit, und es wird zur Bundestagswahl wieder eine neue Dynamik bekommen, weil die SPD wieder die Bürgerversicherung im Programm hat. Wer glaubt, durch eine Einheitsversicherung den medizinischen Fortschritt voranzutreiben, wer glaubt, durch eine Einheitsversicherung die Attraktivität des Arztberufes durch sinkende Umsätze für unsere Praxen zu generieren, der weiß gar nicht, auf was es jetzt die nächsten Jahre ankommt. Und deswegen wollen wir jetzt nicht Grundsätze im Gesundheitswesen über den Kopf stellen, was ein Risiko für die Versorgung der Menschen darstellt, sondern wir wollen jetzt die Innovationen nutzen. Und da brauchen wir die Ärztinnen und Ärzte dazu, da brauchen wir die anderen Berufsgruppen dazu. Und da haben wir nicht mehr so viel Zeit, denn es geht um nichts anderes, um eine Aufrechterhaltung der guten Versorgung im Gesundheitswesen unserer Patientinnen und Patienten. Da gehören eben auch Einrichtungen, wie wir hier erleben dürfen, dazu. Und sage nochmal, da hilft die Landarztquote, wo wir jetzt 75 Medizinstudierende verpflichten, in 12 bis 14 Jahren sich mal irgendwo niederzulassen. Da wäre es so viel besser, wenn man sich, so wie wir es gemacht haben, mit Medizinstudierende unterhalten, wo wir sagen, jetzt Studierende, die in ein paar Jahren fertig werden, mit denen jetzt zu reden, wie können wir unser Landärzteprogramm, das wir mal initiiert haben, weiterführen, dass es in den nächsten 2-3 Jahren zu Lösungen kommt und nicht erst 2035. Ja, gerne. Ich möchte mich da gerne noch anschließen und einen draufsetzen. Und wir haben hier bei uns 120 Beschäftigte und 7 Fachärzte beschäftigt. Und die 7 Fachärzte haben nicht die Erlaubnis, eine erweiterte Kassenzulassung zu erhalten. Die sind allein 2 Orthopäden, 2 Neurologen. Suchen Sie mal bei den Neurologen Termine zu bekommen. Versuchen Sie es mal bei Orthopäden. Aber wir haben schon den Antrag gestellt, dass so eine Einrichtung, wie wir hier sie betreiben, dass wir eine erweiterte Kassenzulassung bekommen. Wir könnten wunderbar diese ländliche Region, die es hier um Bietigheim-Bissingen gibt, wunderbar bedienen. Ja? Aber es wurde uns verwehrt. Es kommt irgendwann, hieß es. Und ich glaube, da muss man sich einfach mal öffnen. Ja? Und wie der Hausmann schon sagte, die Ärzte hier, die Fachärzte, sind in den nächsten 5 bis 10 Jahren alle in einem Alter, wo die Praxen neu besetzt werden müssen. Und wir diskutieren hier immer noch, ob wir unsere jungen Ärzte, die bei uns hier im Reha-Zentrum arbeiten, eine erweiterte Kassenzulassung zukommen lassen. Ja, Frau Nägele, Sie dürfen natürlich auch noch zu Wort kommen, Digitalisierung in der Gesundheitsbranche. Ja, also die Ärzte sehe ich überhaupt kein Thema, die sind dafür aufgeschlossen, weil ich sehe das selber, wie wir in der Praxis mit meinem Mann kämpfen. Dann hat man dann die kleinen Rezepte, die DIN-A6, die der Drucker nicht schluckt. Dann hat man dann diese gelbe Zettel für die Krankmeldungen, die ich dann als Arbeitgeber kriege, die ich dann wieder einscannen muss, um sie an meinen Steuerberater zu schicken, der sie dann wieder weiterschickt an die Krankenkasse, damit ich wieder meine Erstattung bekomme. Dann haben wir die Heil- und Kostenpläne, die man ausdrucken muss, damit der Patient sie unterschreiben kann, die man dann wieder schicke zur KZV, zur Genehmigung und zur Krankenkasse zur Genehmigung. Und dann vergisst der Patient, die Genehmigung mitzubringen, dann kann es der Arzt nicht abrechnen. Also wir haben da ein so alles veraltetes System. Gott sei Dank kann man inzwischen die Abrechnungen seit 4-5 Jahre hochladen zur KZV. Also da muss man früher eine Diskette dann nach Stuttgart fahren. Gott sei Dank sind wir da schon so weit, aber viele Sachen sind also sowas von alt. Und wenn ich sehe, unser Büro, wir haben schon gar kein Fax mehr. Und wenn man mal mit der Krankenkasse telefoniert, dann sagt die Krankenkasse, das brauchen wir per Fax. Dann muss ich mir überlegen, wie machen wir denn das jetzt? Ich finde es eigentlich schon traurig, dass ich überhaupt noch weiß, was ein Faxgerät ist und wie das aussieht und wie das funktioniert. Ja, kommen wir zur Abschlussrunde. Herr Hausmann, was macht die FDP ganz, ganz dringend in der Gesundheitspolitik, wenn der Fall eintritt, der ja nicht so unrealistisch ist, dass sie bald mitregieren darf? Ja, also auf jeden Fall kann man
auch aus der Krise eine Chance machen. Und das Schlechteste wäre natürlich, dass wir uns jetzt sozusagen den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh Gott, wie geht es überhaupt weiter? Im Gegenteil, unser Grundverständnis ist ja, dass wir sagen, wir wollen da auch Chancen erkennen. Und deswegen konkret einer meiner Wünsche wäre, dass wir eben die Struktur im stationären Bereich, im klinischen Bereich mit einem Expertengremium in den Blick nehmen, dass wir auch dann darüber nachdenken, wie kann man eben auch den Rettungsdienst mit andocken sozusagen, also Reform der Leitstellen beispielsweise, also da gibt es Ansätze, die man da noch optimieren könnte. Und wir wollen vor allem im ambulanten Bereich genau diese Wege beschreiten, dass wir schauen, wie schaffen wir denn die nächsten 10 Jahre, welche Herausforderungen stehen da. Gemeinsam mit dem Hausärzteverband, gemeinsam auch mit den Fachärzten diese Themen angehen und eben auch mit den anderen beteiligten Gesundheitswesen von den Heilmittelerbringern. Da würden wir gerne das Schulgeld übrigens wie es andere Bundesländer schon lange vorgemacht haben, dann wegfallen lassen, weil es ist eigentlich nur zu erklären, warum Ergotherapeuten noch erhebliche Beiträge zahlen müssen, für das, dass sie dann nachher auch gar nicht so arg viel verdienen. Also auch da müssen wir heran, also wir sollten das einfach auch ein Stück weit ganzheitlicher in den Blick nehmen. Da haben wir konkrete Vorschläge auch in unserem Wahlprogramm drin, die wir gerne einbringen würden. Denn ich denke, jetzt ist auch die Chance, solche Dinge auch anzudenken. Und das abschließend vielleicht von meiner Seite, wenn ich sehe, dass eben auch durch eine Pandemie, durch eine Krise, man plötzlich Dinge auch über Bord wirft, wo man zu uns immer gesagt hat, völlig undenkbar, dass man da was dran ändert. Also zum Beispiel die EU-Medizinprodukte-Richtlinie, die an Komplexität nicht zu überbieten ist, die hat man jetzt ausgesetzt in der Corona-Pandemie. Regelungen, die wir gesagt haben im Bereich der Personaluntergrenzenverordnungen oder im Pflegeheim mit den Personalfachkraftquoten. Ja, plötzlich hat man eine Flexibilität entwickelt, wo man uns über Jahre gesagt hat, ja, da kann man nichts dran ändern. Und deswegen sollten wir jetzt den Impuls für unser Land wirklich nehmen, um auch solche Dinge neu zu denken und zu schauen, dass wir diese Krise als Chance nehmen, nämlich auch ein Stück weit zu entbürokratisieren und eben vom Kunde her, vom Patienten her vielleicht stärker zu denken. Und da haben wir eigentlich großes Interesse daran mitzuwirken, weil in einer Regierungsbeteiligung kann man das stärker machen, als nur die Ideen in der Opposition zu entwickeln. Aber wir haben einiges in den letzten Jahren auch in der Schublade vorbereitet und das holen wir dann einfach raus, wenn es darum geht, dass man uns einlädt zu Regierungsgesprächen. Vielen Dank. Frau Nägele, Ihr wichtigstes Thema für die Gesundheitspolitik. Also ich denke, wir dürfen nicht nur auf der Formulare zukünftig rumreiten, sondern ich finde, der Mensch sollte noch immer im Mittelpunkt stehen. Und bei den Medizinberufen ist es leider oft so, dass man das, was auch der Herr Hess angesprochen hat, immer ständig nur mit dem Ausfüllen von Formulare beschäftigt ist, die Sache wieder weiterzugeben. Der Patient bringt die Sache nicht mit. Also das müssen wir unbedingt entbürokratisieren und dass der Mensch wieder im Mittelpunkt steht. Das wäre mir sehr wichtig. Und der Herr Hess bekommt das Schlusswort. Hier sitzt eine dynamische Dame, hier sitzt ein Gesundheitsexperte. Die beiden haben die Chance, ab dem 14.03. noch mehr für unser Land bewegen zu dürfen als jetzt schon. Stellvertretend für den ganzen Gesundheitssektor im Land Baden-Württemberg. Was wünschen Sie sich von einer zukünftigen Gesundheitspolitik? Also ich würde mir wünschen, eine Offenheit, eine Diskussion, die erst einmal ohne Grenzen stattfindet. Und das Zweite ist schon ganz, ganz wichtig, Abbau von Bürokratie. Wir beschäftigen zu viele Menschen, um bürokratische Hürden zu meistern. Die Hürden für Berufe, die bei uns speziell im Heilmittelbereich sind, auch Schulgeld frei zu machen. Wir sind einer der wenigen Vorreiter, wo ich jetzt auch mal sagen möchte, wo das Schulgeld für Eliteschüler auch übernimmt, wo
Leute, wo willig sind, wo weiterkommen wollen in ihrem Leben, wo wir unterstützen. Da haben wir eine Kooperation. Und das andere ist einfach die Dezentralisierung von Krankenhaus, von Versorgungseinrichtungen mehr zu fördern und mal zu schauen, wie können wir alle Beteiligten besser vernetzen. Und wenn wir das hinkriegen, glaube ich, dann haben wir einen besseren Austausch, weniger Bürokratie und mehr Benefit für unsere Patienten. Und das ist auch was ganz Wichtiges, was die Frau Nägel auch gesagt hat. Der Mensch muss wieder in den Fokus rücken und nicht die Budgetplaner oder die Menschen, die die Krankenhäuser zu Tode sparen, sondern ein Krankenhaus, hat man jetzt in der Pandemie gesehen, ist ein ganz wichtiges Gut, wo uns, denke ich, sehr viele Schwerstkranke verhindert hat und Menschen oder großes Leid verhindert hat. Und da glaube ich einfach, da müssen wir wieder hinkommen. Den Mensch in den Fokus rücken und ein Krankenhaussystem aufzubauen, das wirklich auch wirklich, wie der Name schon sagt, für die Versorgung unserer Bevölkerung auch zuständig ist. Das war doch ein sehr schönes Schlusswort. Den Mensch in den Mittelpunkt stellen, das sind Sie bei der FDP ganz genau richtig. Wenn Sie am 14.03. auch sich selber in den Mittelpunkt stellen möchten, Sie haben die Wahl. Hier haben Sie zwei Kandidaten sitzen, Elvira Nägle, Jochen Hausmann, Ihre Dame, Ihr Herr für unser Bundesland. Am 14.03. FDP wählen. Vielen Dank.